Von Fotos und aus Filmen kennt diesen Ort jeder. Aber selbst vor diesem Tor zu stehen, das ist noch einmal etwas ganz anderes. Als Weltkirchenbischof ist Bertram Meyer so etwas wie der Außenminister der katholischen Kirche in Deutschland. Und vor dem internationalen Gottesdienst zu Ehren Edith Steins besuchte er diesen Ort des Grauens persönlich. Dieses Stammlager errichteten die Nationalsozialisten bereits 1940. Heute ist es ein Museum, das Menschen aus aller Welt besuchen. Es gibt einige wenige illegal aufgenommene Fotos, die die Ankunft der zumeist jüdischen Verschleppten zeigen, und Überreste, wie haufenweise leere Zyklon B-Behälter, das Gift, das die Menschen in den Gaskammern umbrachte. In einem Keller des Stammlagers Auschwitz sieht man die Zelle des 1941 ermordeten Franziskanerpaters Maximilian Kolbe. Kolbe ging freiwillig in den Tod, anstelle eines für die Hinrichtung vorgesehenen Familienvaters. Er bekam eine Giftspritze. Offizielle Todesursache: Herzschwäche. Wer sich nicht erinnert, der läuft Gefahr, dass er auch in Zukunft erstmal mit dumpfen Tönen beginnt, dann durchaus in Wortgewalt umschlägt, bis es selber wieder dazu kommt, dass Menschen sich als Herren über andere aufführen. Und ich denke, hier müssen wir alle miteinander sehr aufpassen, wir Deutsche in der ersten Linie. Es darf nie vergessen werden. Jeder Schuh, jede Haarsträhne der Opfer steht für das Martyrium unschuldiger Menschen. An der Erschießungswand fanden Exekutionen zur Abschreckung statt. Auch sie ist heute ein Mahnmal und ein Ort, der einlädt zum Gebet. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Weg der katholischen Ordensschwester Edith Stein, die als Jüdin geboren worden war, endete schon an der Eisenbahnrampe in Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager nur 2 Kilometer vom Stammlager entfernt und ein Jahr nach diesem errichtet. Wie fast alle Juden, Roma und Sinti oder politische Häftlinge, wurde auch Edith Stein direkt nach der Ankunft in die Gaskammer geschickt. An der Todesrampe erinnert ein Güterwaggon aus dieser Zeit noch an das Grauen von damals. Man kann ihn anfassen und versuchen zu begreifen. Es ist sehr, sehr bedrückend, weil für die Edith Stein auch wenigstens von der Ahnung her es klar war, dass es menschlich gesehen zum Tod, zum Ende kommen wird. Interessant ist aber auch, dass sie aus dem Güterzug, mit dem sie transportiert worden ist, bei Schifferstadt einen Zettel rausgeworfen hat, wohl das letzte schriftliche Zeugnis von ihr auch signiert, wo steht ad orientem, das heißt übersetzt in den Osten. Man kann sagen Auschwitz, aber auch Edith Stein war eine ganz tiefgläubige Frau mit theologischem Hintergrund, ad orientem, dorthin, wo die Sonne aufgeht. Deshalb hat sie fest darauf vertraut, dass aus dem Todestor vielleicht doch im christlichen Glauben für sie persönlich und andere hier in Auschwitz, dass aus diesem Todestor eine Tür ins ewige Leben erwachsen kann. In dieser Hoffnung vereint, feierten viele Gläubige am Todestag Edith Steins einen Gedenkgottesdienst, 80 Jahre danach. Als Weltkirchenbischof der Deutschen Bischofskonferenz war der Augsburger Bischof hier dabei. Eine besondere Aufgabe als Landsmann des Opfers und zugleich als Landsmann der Täter. Erinnerung an eine Ordensschwester, die hinter dem Stacheldraht ihr Leben ließ, aber den heute Lebenden ein Vermächtnis hinterlassen hat. Sonst habe ich immer viel gelesen, aber hier berühre ich ihre Fußspuren und mit ihren Spuren doch von Hunderttausenden, vielleicht sogar von Millionen Menschen, die hier zu Tode gekommen sind, unschuldig zu Tode gekommen sind. Edith Stein ist für mich deshalb nicht nur eine verehrungswürdige Person oder auch eine Frau, die in die heutige Zeit reinspricht. Sie ist für mich ein Ausrufezeichen und eine Mahnung, nämlich alles zu tun als Mensch, als Christ, als Priester und Bischof, damit wir die Würde eines jeden Menschen hochhalten.
Vom Schriftsteller William Faulkner stammt der Satz, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Nur in diesem Bewusstsein lebt die Hoffnung auf eine Zukunft, die heller ist.